Ahoi, liebe Freunde und liebe Landratten! Willkommen zur neuen Runde Patch-Notizen, heute mit Patch 5.14. Darunter ein neuer Spielmodus, neues Aram und zwei komplette Reworks. Viel Spaß! Nun, um das vorwegzugreifen, allen voran stehen natürlich die kompletten Neuaufwicklungen der Fähigkeiten und der Visual Updates von Miss Fortune sowie auch Gangplank. Das würde den Rahmen dieses Videos aber ein bisschen überspannen. Da oben geht's einmal zum Miss Fortune und einmal zum Gangplank-Video. Draufklicken, anschauen, Spaß haben. Aber auch die anderen Änderungen von Patch 5.14 können sich absolut sehen lassen, denn der Patch ist verhältnismäßig groß ausgefallen zu den letzten. Zum einen fängt das Event Bilgewasser Gezeitenbrand an. Im Fokus stehen dabei die Piraten und Piratenjäger von League of Legends. Nicht nur die vorher zwei genannten Reworks sind in diesem Patch enthalten, sondern auch 6 Skins. Miss Fortune, Graves, Artrock und Twisted Fate, sowie auch der glorreiche Garen und die gute alte Quinn bekommen ein neues Äußeres in Form eines neuen Skins verpasst. Außerdem dürft ihr euch im extra Piratenaram Butcher's Bridge rumschlagen. Die Butcher's Bridge ist genauso zu spielen wie das normale Aram, ist aber stilecht im Bilgewasser-Stil gehalten. Sieht definitiv cool aus. Was aber viele wirklich freuen dürfte, sind die erst vor kurzem angekündigten Schwarzmarkt-Raufbolde. Ihr bekommt für Champion-Tötungen, Assists, Dragon-Kills, Baron-Kills sowie Counter-Jungling verschiedene Goldmünzen. Diese Goldmünzen könnt ihr dann zu Hause gegen Raufbolde eintauschen. Das sind eigentlich Super-Vasallen mit verschiedenen Fähigkeiten. Davon gibt es 4 verschiedene, guckt ihr euch mal an. Ich würde sagen, das bringt neuen Pep, denn die kämpfen dann für euch auf der Map. Natürlich gibt es auch einige spielerische Veränderungen, die dringend nötig waren. Dazu gehört zum Beispiel das Runeglaive-Update. Wir haben es jetzt im letzten Patch gesehen, Ezreal Mitte hat wirklich alles an Schaden weggerotzt und auch viele andere Jungler haben davon erheblich profitiert, so dass es eigentlich ein Free Elo Boosting war im Ranked. Aber Riot hat gesagt, das Ganze ist zu stark und somit wirkt der neu eingeführte Runeglaive Buff nur noch auf Monster, das heißt Doppelhit auf Monster, aber nicht mehr auf Spieler. Gott sei Dank, by the way. Außerdem wird Tahm Kench gebufft. Was? Ein neuer Champion, der direkt beim ersten Patch gebufft wird? Sehr selten, aber dennoch wahr. Denn Tahm Kench hat momentan eine Winrate von nur 42%. Ob das am Gewöhnen an die neuen Mechanics liegt oder Tahm Kench einfach viel zu schwach ist, wer weiß. Auf jeden Fall macht der jetzt mit seinen Fähigkeiten wesentlich mehr Schaden. Ebenso bekommt Elise mit diesem Patch wieder einen Buff. Ja, unglaublich. Die Ulti wird definitiv verstärkt, mehr Schaden aus allen Rohren. Vielleicht sehen wir die auch wieder öfter auf den Schlachtfeldern. Hart getroffen hat es aber Azir. Seine Q und auch seine E machen nicht mehr so viel Schaden. Und noch härter hat es Ryze getroffen, denn sämtliche Fähigkeiten von ihm wurden genervt. Ihr seht, das sind schon viele Änderungen, aber eigentlich nur so die Spitze des Eisberges. Das würde aber leider den Umfang dieses Videos ein wenig überschreiten. Die Änderungen, die euch am meisten nerven, schreibt sie mir nach unten in die Kommentare. Welcher Champion könnte nach eurer Meinung einen Buff gebrauchen oder welcher Nerf ist schon längst überfällig? Auch das nach unten, lasst uns diskutieren. Es würde mich außerdem super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder ihr Landratten diesen Kanal abonniert, denn das zeigt mir so ein bisschen, dass ihr das feiert, was ich mache und hilft mir selbstverständlich auch, ein bisschen mehr Zeit hierfür zu finden, denn das motiviert irgendwie schon. Ich freue mich momentan, dass der Kanal so super gut läuft. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch ganz Spaß in den Bilgewassern, Gewässern. Gibt's das Wort? Keine Ahnung. Tschüss, haut rein.